Hey Leute, herzlich willkommen zurück an diesem wunderschönen Dienstag zu einem weiteren Vlog hier auf dem Kanal. Diese Woche geht es ein bisschen später los als letzte Woche, da hatte ich ja schon am Montag angefangen und der Grund ist ganz einfach, dass erstens gestern einfach nur ein Bürotag war und ich den ganzen Tag damit verbracht habe, Samples abzufüllen für Parfümerien, die sich für Düfte interessieren und einfach auch dem ganzen bürokratischen Kram irgendwie so hinterherzukommen, der in der ganzen letzten Woche leider liegen geblieben ist. Weil wenn man die ganze Zeit unterwegs ist, ist das leider nicht ganz so easy. Und deshalb wollte ich euch da einfach nicht mit langweilen. Gestern außerdem war eh richtig blödes Wetter, sodass die Stimmung in dem Video irgendwie so super dunkel und trüb gewesen wäre. Diese Woche ist tatsächlich auch ein bisschen entspannter. Morgen habe ich Urlaub und das bedeutet nicht, dass ich frei habe natürlich, denn ich werde da tatsächlich nach Frankfurt fahren zu dem Philipp Demel und wir werden den ganzen Tag brainstormen, weil wir nämlich ein etwas größeres Projekt zusammen planen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viel ich dazu zeigen kann. Das wird wieder in meinem Lager stattfinden, weil die tatsächlich da auch irgendwie so ihr Büro haben mit ihrer Company. Und ich fahre dann da einfach hin und wir machen irgendwie den ganzen Tag da ein bisschen Action. Und ja, am Donnerstag fahren wir dann zur Parfümerie Heudorf nach Stuttgart. Das wird also auch passieren, denn die bekommen eine Schulung von mir zu Parfum de Nicolai. Übrigens, wenn ihr Bock habt auf richtig geile Gourmand-Düfte, ich kann euch nur empfehlen, auf jeden Fall mal den Saint Honoré von Parfum de Nicolai zu probieren. Video müsste ja jetzt auch schon zu der Marke online gegangen sein oder zu den Gourmand-Düften. Und ich sage euch, dieser Saint Honoré, der riecht einfach original wie so ein richtig geiler Plätzchenteig. Und das ist ein absoluter Hammerduft, habt ihr so mit Sicherheit noch nicht gerochen. Und das ist sehr, sehr krass. Ansonsten haben sich diese Woche einige Neuigkeiten angekündigt, von Serjoff unter anderem. Denn ich bekomme ein Flakon von dem neuen Nucleus, also von diesem Duft, der ohne Alkohol arbeitet, mit diesem Kaviar da drin. Mit ein bisschen Glück wird er diese Woche auch schon ankommen. Und ich habe mir einige neue Düfte tatsächlich bestellt, unter anderem ein sehr, sehr teures Parfum. Das wird auch morgen irgendwann ankommen, denke ich, wenn ich dann unterwegs bin. Und dann werde ich euch dazu auch noch ein bisschen was zeigen können hier in dem Video. Also es wird auf jeden Fall spannend. Wieder viel behind the scenes. Und gerade sitze ich tatsächlich hier an diesen Showcards. Das sind so ein bisschen diese Schummelkarten für die Parfümerien. Sowas macht man eigentlich immer, wenn man in vielen Parfümerien drin ist, damit die einfach alle Bescheid wissen, was es mit den einzelnen Düften auf sich hat. Und ja, wo ich vor 2 Wochen in Österreich war, in Salzburg, hatten die sich das gewünscht, weil die das nämlich noch nicht bekommen haben von uns. Und deshalb werde ich denen das auf jeden Fall auch noch zuschicken jetzt. Ich sitze da gerade dran, hier die Adressen aufzuschreiben, dass die das dann eben auch bekommen. Ansonsten gibt es heute nicht so mega viel Spektakuläres. Wie gesagt, viel Schreibtischarbeit. Wir werden gleich nochmal kurz, oder ich werde gleich nochmal kurz im Oberpollinger vorbeischauen. Die bekommen nämlich noch einen zweiten Test von Cherry X, weil die jetzt tatsächlich diese Platzierung ganz vorne an der Kasse beibehalten haben, was ich persönlich mega gut finde, weil so viele Leute den Duft testen werden. Aber natürlich ist unser Counter ein bisschen weiter drin und dafür brauchen wir jetzt auch noch eine Probe. Und ich habe natürlich auch noch ein paar U31 Samples mit eingepackt, die man den Leuten irgendwie so mit dazugeben kann. Also auch für den Ludwig Beck, dann könnt ihr da einfach mal gucken, wenn ihr dort in der Gegend seid und euch ein Sample eben mitnehmen. Und ja, das steht jetzt so an. Ich mache jetzt erstmal hier die Briefe fertig und dann sehen wir uns gleich wieder, beziehungsweise wahrscheinlich dann auch, wenn ich unterwegs bin, auf dem Weg zum Oberpollinger oder vielleicht auch erst morgen, mal gucken, wie viel Zeit da gleich ist, denn es ist heute tatsächlich relativ viel zu tun, aber eben sehr viel so Schreibtischarbeit. In dem Sinne, Leute, danke fürs Einschalten und bis gleich. Moin, Leute. Na? So. Wir fahren heute nach Frankfurt, beziehungsweise... So, wir fahren heute nach Frankfurt, beziehungsweise... Wir fahren zu meinem Lager und mein Lager ist kurz vor Frankfurt. Das heißt, wir haben heute eine kleine Strecke vor uns. Es ist mein Urlaubstag und da gibt es natürlich einiges zu tun, nämlich mit dem Philipp Demel mich treffen, weil wir so ein bisschen was planen, ja. Ich muss hier mal die Techno-Musik ausmachen. So, ja, ich war auch tatsächlich schon trainieren. Ich habe es gestern nicht mehr wirklich geschafft, irgendwas aufzunehmen, weil zu viel los war. Ich habe gestern schnell noch im Oberpollinger die Tester vorbeigebracht, war beim Ludwig Beck und ja, habe die Info bekommen, dass wieder ein paar Flakons von mir geklaut wurden. Ich weiß nicht, was mit den Leuten ist, dass die ständig U31 klauen. Also dafür, dass der Duft so schlechte Reviews hat. Ich weiß nicht, scheint das schon irgendwie sehr beliebt zu sein bei den Menschen. Aber es gibt auch wieder erfreuliche Neuigkeiten, denn Parfümerie Becker in Bonn hat es irgendwie in kürzester Zeit geschafft, die komplette Ware auszuverkaufen. Was crazy ist, weil, ja, ich habe das, glaube ich, bei noch keiner Parfümerie gehabt. Die Düfte laufen zwar immer ganz gut, aber dass das so schnell weggeht, also wirklich meinen tiefsten Respekt. Und ja, jetzt gerade war ich beim Training noch
wurde zum ersten Mal überhaupt hier beim Training erkannt von irgendwem und dann gleich von zwei Leuten morgens um 6:30. Das kommt sonst sehr, sehr selten vor. Und ja, ist aber natürlich irgendwie ganz witzig, dass auch in der CrossFit-Community so Leute Parfum-Fans unterwegs sind. Ja, von daher, Leute, ich fahre jetzt mal in Ruhe los, hoffe, dass ich relativ schnell dort bin und dann melde ich mich einfach von da. Wie gesagt, Leute, es ist ein bisschen eine andere Woche, wo nicht so viel geht, aber heute ist auf jeden Fall spannend und ich hoffe, dass ich euch dann auch ein bisschen was zeigen kann. Vielleicht sogar so ein bisschen behind the scenes vom Lager. Gucken wir einfach mal, ne? Juti, wir sind angekommen. Der Kollege mit dem Mustang hier gegenüber ist auch schon da. Und dann würde ich sagen, Leute, gehen wir jetzt mal schnell rein. Ich rufe den Philipp jetzt mal kurz an, dass wir hier auch ohne Probleme reinkommen, weil wir sind nicht angemeldet. Aber das ist kein Problem. Und jo, sonnigstes Wetter, 20 Grad, läuft. Nachhaltigster Influencer 2022. Vor dem stehst du gerade. Aber warte mal, ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Ja, stimmt, ja, ja, ja. Die darauffolgenden Jahre hat das nicht geklappt, leider. Ja, ja. Ist natürlich noch auf der Basis quasi von den alten Produkten vom alten Startup. Ach so. Wobei ich auch sagen muss, jetzt bei den Düften haben wir natürlich auch, was die Inhaltsstoffe angeht und so weiter, sehr, sehr viel auf Nachhaltigkeit auch gelegt. Also ich meine, okay, das ist ja bei dir auch so. Ja. Ist schon ganz gut. Ne? Ja, ja, wir haben uns hier gerade ein bisschen was angeschaut, denn tatsächlich hat der Herr jetzt bald eine eigene Parfummarke. Ja, und da haben wir hier die Tester quasi oder so die Vorbereitung. Das Ganze heißt Casa Farniente, schon sehr, sehr cool und ich finde es ja krass, wie viel Liebe hier ins Detail geht. Was ist das genau? Die Tags, die dazu kommen? Das ist tatsächlich ein Tag, der kommt an unsere Produkte, beispielsweise unsere Kappen. Ja, also wir haben zu jedem unserer Düfte, sage ich mal, so ein paar, ich nenne sie mal Spaßprodukte, so ein bisschen lifestyle Produkte links und rechts, beispielsweise Kappen zum Thema für den Crema di Capri, so eine Sommerkappe. Ja. Jetzt kommen auch noch 2 Winterkappen. Und, hier vorne das, ne? Quasi. Ja, das waren Samples, also im Prinzip alles, was hier liegt, ist viel hier so Sampling und Inspiration. Ja. Aber was wir zum Beispiel auch haben, ist dann hier so Einstecktücher. Das ist jetzt zum Beispiel das Einstecktuch passend zum Tuscan Tea. Ne? Ah, crazy. Ja. Ja, handmade in Como. Also auch da. Wow. Ich meine, wir erzählen natürlich auch so ein bisschen Italian-themed Brand das Ganze. Und, und dann gibt es natürlich auch solche Sachen. Ich trage jetzt heute keinen Sakko, aber könnte man sich dann sehr schön. Ja, sehr cool. So in der Richtung. Um einfach so das Gefühl, so wie wir die Marke erleben, möchten wir über die Düfte, aber auch um die gesamte Welt quasi ausbauen. Krass. Ja, ja, crazy. Und wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen was getestet. Ich zeige jetzt nichts, was da drauf steht, aber. Das sind auf jeden Fall auch so die Samples zu den nächsten Düften. Ja. Und ja, ganz viel besprochen, was sich da vielleicht tun könnte. Yes. Rund um eine mögliche Zusammenarbeit. Ja, das ist ja der Grund, warum ich überhaupt auch hier bin. Da hinten auf dem Bildschirm sehen wir auch ein paar Zahlen. Die darf man aber nicht zeigen an der Stelle. Natürlich, also es wird schon sehr, sehr spannend. Und jetzt, habe ich gehört, machen wir einen kleinen Spritztour. Oh, eine kleine Spritztour mit 460 PS. Ja, da kann man sich schon mal, bin ich schon mal gespannt jetzt, ja. Übrigens, das ist ja deine Kamera, ne? Weißt du? Ja, ich finde es immer noch mega, dass sie weiterhin in Betrieb ist. So muss es sein. So. Bleibt in der Familie. Bleibt in der Familie. Wobei ich mit meiner 230 PS-Schüssel ja eigentlich auch sehr, sehr glücklich bin, muss ich sagen. 230? 231. Naja, siehst du, also quasi, und jetzt haben wir das Doppelte nochmal. Naja. Ah ja, stimmt, ja. Ja, von 460, ja. Also neuer Mustang GT. Ja. Ist aber, also ist nicht ganz Full Disclosure, ist nicht meiner. Ich darf ihn aber die nächsten Monate fahren, weil ich mit Ford zusammenarbeite. Weil du einfach Influencer bist. Nimmt man natürlich gerne mit, sag ich genau. Mal. Da wird natürlich auch viel Content drumherum produziert, aber am Ende habe ich natürlich auch einfach sehr, sehr viel Spaß. Ja, das glaube ich, ja. Da lohnt sich der Weitwinkel natürlich ganz besonders. So, warte mal, jetzt drücke ich mal hier Start-Taste. Kalt ist er jetzt nicht, aber... Schon. Ui, der ist schon laut, ne? Der kommt schon was rüber, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie gut das Mikrofon das aufhängt, aber wollen wir das drauf machen? Ja. Ja, dann machen wir noch dran. Also vor allen Dingen ist es auch eigentlich, es ist halt echter Sound, ne? Wir spielen das nach. Oder ist es... Wobei, er hat Stufen, das heißt, es gibt auch Sound unterstützt. Ah, okay. Aber es ist halt schon ein V8 mit 460 PS und ein Amerikaner. Also insofern, da kommt schon ordentlich was raus. Ah ja, schluckt wahrscheinlich auch ordentlich, ne? Nee, ich bin damit auch schon nach Italien gefahren, an Kummersee. Ah. Und ich bin dann da mit 10,3 Liter, glaube ich, gefahren. Das geht. Auf die gesamte Strecke mit Passfahrt und so weiter. Ich finde, das geht voll. Das geht. Also wenn du einfach nur gleitest, verbraucht der echt nicht viel. Ah, krass, ja. Also das ist da dann völlig in Ordnung. Wie ich auch noch eben gefragt habe, ob das der E
vor Ort ist. Schmeckt schon, ja. Ja, aber es war noch kein Kickdown eigentlich. Ich war jetzt sehr vorsichtig, weil ich wollte, dass du die Kamera quasi du, das im Gesicht kleben hast. Du kannst ihm geben, wie du willst. Ich bin da. Ist das Heck oder? Ja, also bei. Ne, muss man ein bisschen vorsichtig da sein. Da denkt man, ne? So, oh, da ist man lieber ein bisschen vorsichtig. Ja, ja. Aber auf der Gerade, ne, ist eher so für das Drag Race gedacht. Ja, klar, ja. Und da müsste man vielleicht in Sport gleich rein. Ne? Ja. Machen wir doch mal entspannt in Sport. Ja. Aber das sind natürlich die perfekten Bedingungen hier, ne? Wenn du hier nochmal Sonne hast. Ja, schön, ja. Wie schwer ist der? Jetzt fragst du mich was vom Datenblatt. Also ich glaube, also er ist relativ kompakt trotzdem, finde ich. Also ich finde so im Vergleich auch zu einem Dodge Challenger oder sowas, also es ist nicht ganz so weit. Es ist schon ein bisschen kompakter, aber genaues Gewicht kann ich hier nicht sagen gerade. Ah, krass. Weil ich bin mal einen M8 gefahren. Ja. Und der war halt, also er hatte auch irgendwie, ich glaube, um die 500 PS, aber hatte halt auch 2,5 Tonnen. Ja. Ja. Wenn es jemand weiß, schreibt es in die Kommentare. Genau, schreibt es in die Kommentare. Ne? Wie schwer der Mustang ist. Klingt aber auch echt lecker, muss ich sagen. Ja, ne? Also, schon geil. Du, wenn du einen Fahrer brauchst, sag Bescheid, ne? Ja, vielleicht mache ich das ja. Gut, da wären wir. Es ist schon wieder Freitag. Und die Woche war sehr geprägt von Schreibtischarbeit. Fahrgäste, herzlich willkommen im Flughafen Express nach Regensburg. So, jetzt ist die Ansage auch endlich durch. Wir sind auf dem Weg nach Regensburg, wie ihr wahrscheinlich gehört habt. Bei wirklich einem phänomenal guten Wetter ist es nochmal so schön, dass es nochmal so richtig nice wird jetzt nach diesem kurzen Kälteschub, den wir hatten. Auf jeden Fall habt ihr das letzte Mal ja was am Mittwoch von mir gehört, wo ich bei Philipp war. Das hatte den Hintergrund, dass wir ein gemeinsames Projekt planen. Viel kann ich dazu noch nicht verraten, außer dass es wahrscheinlich richtig krass wird, wenn das so in dieser Form passiert. Denn Philipp und ein Kollege von ihm, ein anderer Philipp, noch ein Kollege von ihm, der auch Philipp heißt. Also das Trio, das magische Trio der Philips, hat auf jeden Fall auch eine eigene Duftmarke, wo die jetzt 3 Düfte launchen und den 4. haben wir dann eben auch schon dort getestet. Das wird auch sehr, sehr krass, kann ich euch sagen, weil die Düfte sind phänomenal gut und ich glaube, dass die so ziemlich allen da draußen richtig gut gefallen werden. Auf jeden Fall fahre ich heute nach Regensburg, denn ich habe ein neues Sample bekommen von meinem nächsten Duft, also von Beach Club. Das bedeutet nicht, dass das Öl schon in der Fabrik ist, aber das ist auf dem Weg dahin. Das heißt, wir produzieren auch bald schon und dann geht es auch schon los. Aber ich habe natürlich vorab freundlicherweise noch 2 kleine Samples bekommen, die ich jetzt den Parfümerien schon zeigen kann. Und das ist sehr, sehr cool, denn ich war gestern bei Heudorf, habe denen eine Schulung gegeben für Parfums de Nicolai, die jetzt auch neu haben. Das kam super gut an. Die haben schon echt viel davon verkauft. Also auch hier eine Marke, die wirklich sehr, sehr geil funktioniert. Und da habe ich denen natürlich auch direkt meinen neuen Duft gezeigt, weil die natürlich als einer der wichtigsten und ersten Kunden von mir da natürlich auch ein bisschen was zu riechen dürfen als Erste. Und das kam auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Wir versuchen gerade noch so ein bisschen die richtige Konzentration rauszufinden, weil ich jetzt bei 25% angelangt bin und man macht es eigentlich immer so, dass man sich erst auf die DNA festlegt und dann überhaupt erstmal anfängt nachzudenken über die richtige Prozentzahl. Also zu sagen, von Anfang an, ich will einen Duft machen, der 50% Ölkonzentration hat, macht eigentlich nie Sinn, weil das immer auf den Duft an sich ankommt. Und deshalb sind wir ja gerade noch ein bisschen am Experimentieren, ob man vielleicht auch ein bisschen Wasser noch dazu macht, was nochmal so das Opening etwas verändert. Und ja, das wird auf jeden Fall nochmal spannend, ehe es dann wirklich ans Abfüllen geht und wir dann den bestmöglichen Beach Club Duft auch tatsächlich liefern können. Ansonsten haben wir auch nochmal die Flakons gezählt und festgestellt, dass wir mehr Flakons und Kappen übrig haben als geplant. Das heißt, die ganze U31-Produktion kann auch jetzt stattfinden, ohne dass man da groß nochmal was nachbestellt, was natürlich für mich auch finanziell dann ein bisschen eine Entlastung ist und sehr, sehr cool. Und ja, das sind eben so die wichtigsten Updates. Ansonsten fahre ich jetzt zu Miller, um denen auch ein bisschen den neuen Duft zu zeigen, aber auch tatsächlich die Marke Ormond Jane. Denn eine berühmte Influencerin hat die so ein bisschen heiß gemacht darauf und jetzt wollten sie die Marke unbedingt testen. Also fahre ich direkt mit den ganzen Flakons vorbei und zeige denen das. Und das ist natürlich super geil bei diesem wunderschönen Wetter.
Und ja, diese Woche ist ein bisschen laberlastig, würde ich sagen, denn ich habe auf meinen Touren durch die Parfümerien sehr viel testen können von neuen Düften, die jetzt im September schon rausgekommen sind. Irgendwie schmeißt jeder aktuell neue Düfte auf den Markt und ich glaube, dass ich euch da gleich zu Hause noch ein bisschen was erzählen kann. Es ist auch ein Haufen Pakete angekommen und ja, deshalb werde ich euch gleich wahrscheinlich dann zu Hause noch so ein kleines Video einfach drehen, wo ich euch über die neuen Düfte dann noch aufkläre. Aber so richtig viel von den Parfümerien gibt es diese Woche nicht, weil es war auch echt ein bisschen ruhiger, nachdem die letzte Woche, ihr habt es gesehen, echt Nonstop-Action war und die Woche davor auch. Also ich war quasi die letzten 10 Tage nicht zu Hause und das ist natürlich auch ja, etwas, wo man dann auch vielleicht ein bisschen mal auf die Bremse drücken muss, um nicht ganz so viel Gas zu geben. Und ja, nächste Woche habe ich Urlaub, da muss ich mal gucken, ob ich da noch ein Video mache. Und darauf die Woche ist schon kann, also wird es auch wieder sehr, sehr spannend. Und genau, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal weiter, sind jetzt hier in Freising, im Wunderschönen. Und ja, übrigens, die Zugfahrt wird wahrscheinlich sehr, sehr entspannt, weil hier nichts ist, womit man irgendwie arbeiten kann. Also Video aufnehmen ist wirklich das Einzige, was man tun kann. Und jo, dann sehen wir uns, wenn ich angekommen bin. Jo Leute, da bin ich jetzt mal wieder. Okay Leute, ich bin jetzt wieder zurück von meinen Reisen und es ist tatsächlich auch schon ein bisschen jetzt her, denn ich habe es einfach nicht hinbekommen, ein ordentliches Auto zu drehen und deshalb gibt es jetzt zu guter Letzt noch ein paar Empfehlungen bzw. meine Meinung zu den Releases, die ich diese Woche testen konnte, denn ich war tatsächlich bei der Parfümerie Heudorf, ich war bei Miller in Regensburg und ich war bei Ludwig Beck und dem Oberpollinger und ich konnte schon einige neue Releases sehen, die jetzt rausgekommen sind. Unter anderem erstmal, und das fand ich sehr, sehr nice, endlich mal den Flakon in der Hand zu halten, den Vanilla Haze von Fugazi. Den habe ich ja in dem letzten Video, wo ich in Hamburg war, schon angekündigt. Und für mich persönlich ist es wirklich ein sehr, sehr geiler Vanilleduft mit so einem richtig schönen haselnussigen Thema. Und ich glaube, dass dieses Jahr die Haselnuss auf jeden Fall sehr, sehr krass kommen wird, denn wir haben ja auch dieses neue Release von Parfum de Nicolai, den Saint-Honoré-Kuchen, der eben auch dieses Haselnuss-Thema nutzt und da eben so eine ganz, ganz leichtes, frische Gebäckartiges Parfum rausbringt. Vanilla Haze von Fugazi ist verglichen damit ein bisschen süßer oder ist deutlich süßer. Bei dem Duft geht es einfach um diese süße Vanille und es hat aber trotzdem auch diese geile Haselnussnote, was ich persönlich sehr, sehr nice finde. Und es gibt auch ein paar Düfte, muss man sagen, die sich da so ein bisschen wiederholen. Also zum Beispiel den Gianni von Soradora, den haben ja auch inzwischen eigentlich schon alle getestet. Aber es gibt eben auch wirklich sehr, sehr geile, neuartige Parfums, die trotzdem diese Haselnussnote nehmen. Und wenn ihr da eben eine gute Empfehlung sucht, wie gesagt, Nicolai Saint-Honoré, gibt es zum Beispiel auch bei mir. 30 ml, 70 Euro, solltet ihr auf jeden Fall mal testen und euch dann bestenfalls auch drin verlieben. Also Link dazu packe ich in die Beschreibung rein. Ja, dann war ich bei Heudorf und habe gesehen, es gibt diese neuen Spirit of Dubai Düfte. Und zwar sind das, glaube ich, 4 Parfums an der Zahl. Und da haben sie die jeweiligen Topseller genommen und da nochmal so ein bisschen was Massentauglicheres draus gemacht. Also ihr kennt ja diese krassen Flakons mit dem Falken und der Rose und sowas alles obendrauf mit der krassen Umverpackung und das haben sie jetzt quasi nochmal genommen und die Düfte, die eigentlich jenseits der 1000 Euro sind, nochmal so für nur 400 Euro rausgebracht, dafür aber nochmal mit einer angepassten DNA, die deutlich mehr auf den europäischen Markt abzielt. Wo man sagen muss, das ist natürlich etwas, was vielleicht auch viele so ein bisschen enttäuscht. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das so eine geile Entscheidung ist. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, weil das für mich persönlich eigentlich so der Verkaufspunkt war. Also wenn ich jetzt Spirit of Dubai kaufen will, dann will ich eigentlich diesen krassen Moschus und das krasse Oud und diese fette, fette Orientalik haben. Ansonsten kann ich mir ja auch einfach die erste Generation kaufen mit dem Turat zum Beispiel, der ja wirklich ein ganz, ganz fantastischer Duft ist, ohne diese Animalik. Und für mich hat es ehrlich gesagt der Bass am meisten überzeugt, also Bass Leather oder Bass Wood oder so heißt er. Ich werde es euch gerne nochmal einblenden, das Parfum. Der hat mir gut gefallen, der Rest fand ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt 400 Euro für ausgeben würde, weil wie gesagt, die hochwertigeren Parfums von The Spirit of Dubai für mich das sind. Ich wäre ehrlich gesagt schon fast auf dem Punkt, dass ich sage, ich spare mir die 1000 Euro, dass ich mir den Bass irgendwann holen kann, weil das einfach diese ultimative
Qualitätsstufe ist. Und das ist halt eben so ein bisschen der Punkt. Noch an der Stelle möchte ich sagen, ich habe ja auch die günstigen Düfte von Nabil getestet. Ich werde die auch mal hier oben auf dem i verlinken von dem Vlog oder dem Video, wo ich die getestet habe. Und da muss man ehrlich sagen, bekommt man wirklich einiges schon für um die 100 Euro, was man vielleicht später dann für 400 Euro auch ausgeben würde. Und das ist natürlich was, ja, was so ein bisschen kritisch ist und was vielleicht auch zeigt, dass die Marke sich da eben nicht unbedingt neu erfinden kann. Dann in Regensburg habe ich ganz toll entdeckt einen riesigen Aufbau von Mindgames, also von diesen Schachbrettdingern. Und ich habe euch ja schon gesagt, ich war auch, glaube ich, einer der ersten, die die Marke gezeigt haben, dass das wirklich eine sehr, sehr, sehr nice Marke ist. Mit einer coolen Aufmachung, hohe Verarbeitungsqualität, tolle Haltbarkeit und wirklich auch sehr coole DNAs. Und da habe ich eben meinen persönlichen Favoriten gefunden, den Double Attack, den ich auch definitiv nochmal in einem Video zeigen werde. Ich habe die Düfte alle einmal durchgetestet und so 4, 5 haben mir wirklich so gut gefallen. Wirklich sehr krass. Und der Double Attack ist einfach ein dunkler Schokoladenduft. Also riecht einfach wie so eine richtig dunkle Schokolade. Sehr, sehr geiles Teil. Habe mich sehr gefreut, den Tim dort zu sehen. Liebe Grüße an der Stelle, der für die Marke so ein bisschen Promo gemacht hat im Feld. Und ja, kam auch sehr gut an. Also bestimmt irgendwie 2, 3 Kunden haben da direkt was mitgenommen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ja, der letzte Duft, den ich diese Woche noch getestet habe, ist dann der Akigala Mandarino von New Notes. Ich wusste gar nicht, dass der rauskommt. Also irgendwie mal wieder die Marke haut Duft nach Duft nach Duft raus. Also wirklich sehr, sehr hohes Launch, sehr hohe Launch-Frequenz an der Stelle. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Weil auf der einen Seite finde ich den Duft sehr schön. Der hat eine schöne fruchtige Note mit dieser Mandarine und eben das bekannte Akigala-Wood. Das ist ein Molekül, was zum Beispiel auch, ich glaube, in einem Ganymed drin ist oder auch in einem Bois Imperial von Essential Parfums, also diese ganzen sehr stark holzigen und starken Düfte. Und Akigala-Wood ist eben in Kombination mit Mandarine ein richtig schöner, heller, holziger Akkord. Allerdings muss ich sagen, ich finde, die Marke wiederholt sich da auch so ein bisschen, weil viele der Düfte, die in letzter Zeit rausgekommen sind, wie zum Beispiel der Bonbons à la Violette oder auch der mit nicht der Cherry, sondern der Mimosa-Duft, die wiederholen sich irgendwie so ein bisschen. Und ich fände es, glaube ich, ganz cool, wenn da nochmal was richtig Neues, Unkonventionelles rauskommt. Denn die Marke heißt ja New Notes. Also es geht ja um neue Duftkompositionen und neue DNAs. Und ich fände es, glaube ich, echt cool, wenn die Marke da ein bisschen was Neues rausbringt. Aber gut, das war's soweit. An dieser Stelle erstmal mit dem Vlog. Ich bin sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Diese Woche ein bisschen weniger. Dafür aber im nächsten Vlog wahrscheinlich dann aus Frankreich. Und ja, schreibt mir gerne eure Fragen, Anregungen und Wünsche in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und ansonsten sehen wir uns natürlich in einem regulären Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.